die Erde ihr Wasser? Das ist die Frage. Und dann geht es um die Details. Wie kommt dann etwas zustande, wo wir sagen können, die Leiche ist so und so alt? Und wie das so ist, wir messen ja am liebsten, messen wir ja Zeit mit Atomen. Warum? Weil Atome offenbar zeitlos sind. Und wir messen es am liebsten mit Isotopen. Und das Isotop, um das es uns hier geht, ist dieses D. Das ist nämlich ein Wasserstoffkern, der nicht nur ein Proton besitzt, sondern auch ein Neutron. Das nennt man Deuterium. Und alles, was Sie jetzt wissen müssen, ist, dass dieses Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff der Marker ist, woher das Wasser kommt. Jetzt wird's also, jetzt geht's mal, machen wir es ein bisschen schneller. Kommt es von den Asteroiden oder kommt es von den Kometen? Hier ist also der Anteil von Deuterium zu Wasserstoff. Das ist das Erdwasser. 150 mal 10 hoch minus 6 von diesem Verhältnis. Und das, was man hier sieht, sind die sogenannten, wunderschönes englisches Wort, carbonaceous chondrites. Die sogenannten kohligen Chondrite. Das ist das älteste Material, was wir vom Sonnensystem kennen. Das ursprünglichste, das am wenigsten verformte. Hier draußen sehen Sie das Verhältnis der Kometen. Von Deuterium zu Wasserstoff ist viel höher. Also, numerische Modelle weisen ebenfalls darauf hin, dass die Kometen höchstens für 10% des jetzigen Wassers auf der Erde verantwortlich sein können. So, klar. Also kommt das Wasser von den Asteroiden. Logisch. Haha, haha, haha. Nicht ganz. Wir haben einen Kometen, den Linear, der hat immerhin 3,3 Millionen Tonnen Wasser an Bord. Und der hat das richtige Deuterium zu Wasserstoffverhältnis. Vielleicht doch ein Komet. Ausnahme, Ausnahme. Ist wahrscheinlich aus dem Asteroidengürtel und hat wenig flüchtige Elemente, ist also zu nah an die Sonne gekommen, ist vermutlich, also, nö, Ausnahme. Ganz frisch. Komet Hartley 2. Der Hammer, wir haben also, das ist wirklich ein Bild von diesem Hartley 2, der gast aus. Und was gast da aus? Wasser. Und zwar wirklich Wasser, wie es sein soll, um es auf den Punkt zu bringen. Hier können Sie es nochmal sehen. Das ist die Zusammensetzung, die wir von der Erde kennen. Und Hartley 2 sitzt genau drauf. Das ist also jetzt der dritte Komet, den wir insgesamt haben, dessen Wasserinhalt genauso ist wie der von der Erde. Es könnten also doch die Kometen gewesen sein. Na, man weiß es nicht. Also wie kommt man denn jetzt von den kleinen Brocken zu den großen, zu den Planeten? Und da gibt es Simulationen, und die werde ich Ihnen zum Abschluss des Vortrags nochmal vorstellen. Also wir haben hier angefangen, hier sieht man die Masse der Brocken. Also wenn hier das dick ist, dann sind es als besonderes große. Wir haben also hier zunächst am Anfang Planetesimale, die relativ klein sind. Und jetzt sehen wir hier oben, das dauert ungefähr 100 Millionen Jahre. Also hier haben wir Planetoide, hier haben wir Planetoide. Und jetzt lassen wir die ein bisschen durchlaufen. Und schauen uns an, was macht zum Beispiel, wenn hier bei 5 astronomischen Einheiten ein Jupiter da sitzt. Was passiert da? Mit den entsprechenden Uhu-Faktoren versetzt. Also hier, das wäre so ein Uhu-Faktor, ne? Dass diese Brocken sich nicht töten. Und wenn wir solche Simulationen machen, dann schauen Sie sich das hier oben an. Wir sind bei 0 Millionen Jahren. Die hier, die roten sind, also hier unten, wenn Sie hier sehen können, das ist die Masse an Wasser, die wir haben. Hartub-Achse, auch schön. Also, wir haben hier trockene Brocken, hier haben wir feuchte. Also das ist trocken, das ist feucht. Und hier haben wir also dann trocken, astronomische Einheiten. Und was Sie hier sehen, ist die Elliptizität oder Exzentrizität der Planetenbahn. Hier haben wir trocken, dann ein bisschen feuchter und dann nass. Und jetzt lassen wir es laufen. Der Jupiter sitzt bei 5 astronomischen Einheiten, also irgendwo draußen, und dreht. Dreht und dreht und dreht und erzeugt die Planetenbahn, die wir brauchen? Nee. Was er erstmal erzeugt, ist eine Gruppe, die man gut kennt, nämlich die Trojaner. Die müssen nämlich auch da landen, dass wir uns auf unser Computerprogramm überhaupt verlassen können. Okay, gucken wir uns an, was nach 200 Millionen Jahren rauskommt. Immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Ist ein bisschen viel. Also einer scheint sehr feucht zu sein, die anderen sind auch ganz schön. Und offenbar sind viele auch verschwunden und die ganz trockenen sind offenbar mit den Überfeuchten zusammengestoßen. Aha, jetzt gucken Sie mal, so sieht das heute aus. Merkur, bone dry, knochentrocken. Venus, einen winzigen Wasseranteil, das sind wir. Mit einer Exzentrizität von, also Sie sehen, die Erde ist immer grün, auch wenn sie ein blauer Planet ist. Und hier kommt wieder ein trockener Kamerad, nämlich Mars. Bei all unseren Versuchen, es ist nie gelungen, auch nur ein einziges Mal ein Sonnensystem hinzukriegen. Ab und zu zum Beispiel, wenn wir hier verwenden, wir hätten einen dreifachen Jupiter, also Jupiter dreimal so schwer wie heute, dann kriegen wir nur einen einzigen Planeten. Der hat so viel Wasser,
dass es übervoll ist. Der hat 600 Mal mehr Wasser als unser Planet. Bei anderen, zum Beispiel hier, haben wir einen Abstand des Jupiters von 4 astronomischen Einheiten statt 5. Da wird es auch nichts. Nehmen wir einen Jupiter-Abstand, der bei 5,2 ist statt 5, ist auch nichts. Irgendwie ist es gar nicht. Wenn wir hier einen Jupiter haben, der nur ein Drittel mal so leicht ist wie unser Jupiter heute, dann kriegen wir hier diese feuchten Planeten und einen, der ganz trocken ist. Das scheint ein völlig zufälliger Prozess zu sein, woher die Planeten ihr Wasser haben. Das geht immer weiter. Also wir können die Bahnexzentrizität aussuchen, also je nachdem, ob der Jupiter auf einer Kreisbahn ist oder exzentrischer wird, wir kriegen kein Sonnensystem hin. Also eine höhere Exzentrizität führt zu trockenen terrestrischen Planeten, also viele kleine Felsen. Haben wir eine höhere Jupitermasse, haben wir weniger, aber schwere Planeten. Das ist absolut stochastisch. In den meisten Fällen entsteht ein Planet zwischen 0,8 und 1,5 astronomischen Einheiten. Denken Sie dran, die Erde steht bei einem AU. Schön. Und immerhin kriegen wir auch eine Bandbreite Trocken- bis Wasserwelten. Und Sie wissen ja, wie das mit, also Wasserwelten sind zwar nett für Leben, aber zum Beispiel für reflektierendes Leben könnte es ein Problem sein. In der Summe ist es also so, dass unsere Simulationsergebnisse zeigen, das ist ein völlig zufälliger Prozess. Alle Systeme formen 1 bis 4 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Der Wassergehalt kann ganz unterschiedlich sein. Man kann das hier also so zusammenfassen, je nachdem, dass Sie sehen, wie viel freie Parameter das ganze System hat. Es kommen also Systeme zustande, die ganz anders aussehen als das, was wir hier von unserem Sonnensystem kennen. Also, es sieht ganz danach aus, als wenn der Asteroidengürtel und die Kometen die Quelle des Wassers auf der Erde sind. Die Einschläge von planetaren Embryos könnte es so zum Beispiel auch gewesen sein. Dieser stochastische Wachstum erklärt zumindest die großen Unterschiede der terrestrischen Planeten. Die Venus hat gar nichts, die Erde hat wunderbar viel, aber auch nicht zu viel. Und es scheint ein sehr unempfindlicher Prozess zu sein, der letztlich nur durch die unglaublich große oder auch kleine Wirkung des Riesenplaneten behindert oder gestoppt wird. Das heißt mit anderen Worten, ich will Ihnen noch vielleicht dann zum Abschluss eine Geschichte noch erzählen, die mit in dieses Rohr bläst. Wenn man aus dem heutigen Sonnensystem, wenn man das heutige Sonnensystem, so wie es ist, im Computer aufsetzt, Merkur, Venus, Erde, Mars, Asteroidengürtel, Jupiter, Saturn und so weiter. Und dann lässt man dieses Programm erstmal laufen, um zu sehen, dass das Planetensystem auch in Ruhe vor sich hinrührt und nicht auseinanderfällt oder zusammenstürzt. Und dann nimmt man schlagartig, das kann man bei Simulationen, Gott sei Dank, sonst nie, nimmt man Erde und Mond einfach raus und guckt, was jetzt passiert. Am Anfang ist noch alles okay. Irgendwann fängt der Merkur innen an und fängt an zu schlabbern. Also da, wo der eben noch relativ, gut, der hat eine hohe Exzentrizität, aber jetzt wird es schlimmer. Nach 15.000 Jahren ist er entweder, je nachdem, wo man Erde und Mond rausgenommen hat, entweder ist er in die Sonne gestürzt oder mit dem Venus zusammengestoßen. Das heißt, dieser winzig kleine Planet Erde, der so leicht ist, man denke nur an den Jupiter da draußen mit 317 Erdmassen, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, dieser Erde- und Mondsystem spielt eine wesentliche Rolle für die Stabilität des Sonnensystems. Wir leben in einem System, das extrem fein aufeinander abgestimmt ist. Das seit 4,567 Milliarden Jahren, plus minus 110.000 Jahren, vor sich hinrödelt. Am Anfang muss es zu katastrophalen Zusammenstößen gekommen sein. Da hat es gekracht, gedonnert und dass es nur so gerappelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und durch einen unglaublichen Zufall hat der Planet Nummer 3, der ausgerechnet auch noch in der bewohnbaren Zone dieses Systems sich gebildet hat, auch noch genügend Wasser gekriegt. Das ist momentan die Lage. Und dieses Wasser ist auf die Erde gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch himmlische Boten. Guten Abend. Prost. Vielen Dank. Und da gibt es Simulationen, und die werde ich Ihnen zum Abschluss des Vortrags nochmal vorstellen. Also wir haben hier angefangen, hier sieht man die Masse der Brocken. Also wenn hier das dick ist, dann sind das besonderes große. Wir haben also hier zunächst am Anfang Planetesimale, die relativ klein sind. Und jetzt sehen wir hier oben, das dauert ungefähr 100 Millionen Jahre. Also hier haben wir Planetoide, und jetzt lassen wir die ein bisschen durchlaufen.
und schauen uns an, was macht zum Beispiel, wenn hier bei 5 astronomischen Einheiten ein Jupiter da sitzt. Was passiert da? Mit den entsprechenden Uhu-Faktoren versetzt. Also hier, das wäre so ein Uhu-Faktor, ne? Dass diese Brocken sich nicht töten. Und wenn wir solche Simulationen machen, dann schauen Sie sich das hier oben an. Wir sind bei 0 Millionen Jahren. Die hier, die roten, sind, also hier unten, wenn Sie hier sehen können, das ist die Masse an Wasser, die wir haben. Hartub-Achse, auch schön. Also, wir haben hier trockene Brocken, hier haben wir feuchte. Also das ist trocken, das ist feucht. Und hier haben wir also dann trocken, astronomische Einheiten. Und was Sie hier sehen, ist die Elliptizität oder Exzentrizität der Planetenbahnen. Hier haben wir trocken, dann ein bisschen feuchter und dann nass. Und jetzt lassen wir es laufen. Der Jupiter sitzt bei 5 astronomischen Einheiten, also irgendwo draußen, und dreht. Dreht und dreht und dreht und erzeugt die Planetenbahnen, die wir brauchen? Nee. Was er erstmal erzeugt, ist eine Gruppe, die man gut kennt, nämlich die Trojaner. Die müssen nämlich auch da landen, dass wir uns auf unser Computerprogramm überhaupt verlassen können. Okay, gucken wir uns an, was nach 200 Millionen Jahren rauskommt. Immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Ist ein bisschen viel. Also einer scheint sehr feucht zu sein, die anderen sind auch ganz schön. Und offenbar sind viele auch verschwunden. Und die ganz trockenen sind offenbar mit den überfeuchten zusammengestoßen. Aha, jetzt gucken Sie mal, so sieht das heute aus. Merkur, bone dry, knochentrocken. Venus, einen winzigen Wasseranteil, das sind wir. Mit einer Exzentrizität von, also Sie sehen, die Erde ist immer grün, auch wenn sie ein blauer Planet ist. Und hier kommt wieder ein trockener Kamerad, nämlich Mars. Bei all unseren Versuchen, es ist nie gelungen, auch nur ein einziges Mal ein Sonnensystem hinzukriegen. Ab und zu zum Beispiel, wenn wir hier verwenden, wir hätten einen dreifachen Jupiter. Also Jupiter dreimal so schwer wie heute, dann kriegen wir nur einen einzigen Planeten. Der hat so viel Wasser, dass es übervoll ist. Der hat 600 Mal mehr Wasser als unser Planet. Bei anderen, zum Beispiel hier, haben wir einen Abstand des Jupiters von 4 astronomischen Einheiten statt 5. Da wird es auch nichts. Nehmen wir einen Jupiterabstand, der bei 5,2 ist statt 5, ist auch nichts. Irgendwie ist es gar nicht. Wenn wir hier einen Jupiter haben, der nur ein Drittel mal so leicht ist wie unser Jupiter heute, dann kriegen wir hier diese feuchten Planeten und einen, der ganz trocken ist. Das scheint ein völlig zufälliger Prozess zu sein, woher die Planeten ihr Wasser haben. Das geht immer weiter, also wird ein Problem sein. In der Summe ist es also so, dass unsere Simulationsergebnisse zeigen, das ist ein völlig zufälliger Prozess. Alle Systeme formen 1 bis 4 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Der Wassergehalt kann ganz unterschiedlich sein. Man kann das hier also so zusammenfassen, je nachdem, dass Sie sehen, wie viele freie Parameter das ganze System hat. Es kommen also Systeme zustande, die ganz anders aussehen als das, was wir hier von unserem Sonnensystem kennen. Also, es sieht ganz danach aus, als wenn der Asteroidengürtel und die Kometen die Quelle des Wassers auf der Erde sind. Die Einschläge von planetaren Embryos könnte es so zum Beispiel auch gewesen sein. Dieser stochastische Wachstum erklärt zumindest die großen Unterschiede der terrestrischen Planeten. Die Venus hat gar nichts, die Erde hat wunderbar viel, aber auch nicht zu viel. Und es scheint ein sehr unempfindlicher Prozess zu sein, der letztlich nur durch die unglaublich große oder auch kleine Wirkung des Riesenplaneten behindert oder gestoppt wird. Das heißt mit anderen Worten, ich will Ihnen noch vielleicht dann zum Abschluss eine Geschichte noch erzählen, die mit in dieses Rohr bläst. Wenn man aus dem heutigen Sonnensystem, wenn man das heutige Sonnensystem, so wie es ist, im Computer aufsetzt, Merkur, Venus, Erde, Mars, Asteroidengürtel, Jupiter, Saturn und so weiter. Und dann lässt man dieses Programm erstmal laufen, um zu sehen, dass das Planetensystem auch in Ruhe vor sich hinrührt und nicht auseinanderfällt oder zusammenstürzt. Und dann nimmt man schlagartig, das kann man bei Simulationen, Gott sei Dank, sonst nie, nimmt man Erde und Mond einfach raus. Und guckt, was jetzt passiert. Am Anfang ist noch alles okay. Irgendwann fängt der Merkur innen an und fängt an zu schlabbern. Also da, wo der eben noch relativ gut, der hat eine hohe Exzentrizität, aber jetzt wird es schlimmer. Nach 15.000 Jahren ist er entweder, je nachdem, wo man Erde und Mond rausgenommen hat, entweder ist er in die Sonne gestürzt oder mit dem Venus zusammengestoßen. Das heißt, dieser winzig kleine Planet Erde, der so leicht ist, man denke nur an den Jupiter da draußen mit 317 Erdmassen, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, dieser Erde- und Mondsystem spielt eine wesentliche Rolle für die Stabilität des Sonnensystems. Wir leben in einem System, das extrem fein aufeinander abgestimmt ist.
das seit 4,567 Milliarden Jahren, plus minus 110.000 Jahren, vor sich hinrödelt. Es muss, am Anfang muss es zu katastrophalen Zusammenstößen gekommen sein. Da hat es gekracht, gedonnert und dass es nur so gerappelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und durch einen unglaublichen Zufall hat der Planet Nummer 3, der ausgerechnet auch noch in der bewohnbaren Zone dieses Systems sich gebildet hat, auch noch genügend Wasser gekriegt. Das ist momentan die Lage. Und dieses Wasser ist auf die Erde gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch himmlische Boten. Guten Abend. Prost. Achse. Auch schön. Also, wir haben hier trockene Brocken, hier haben wir feuchte. Also das ist trocken, das ist feucht. Und hier haben wir also dann trocken, astronomische Einheiten. Und was Sie hier sehen, ist die Elliptizität oder Exzentrizität der Planetenbahn. Hier haben wir trocken, dann ein bisschen feuchter und dann nass. Und jetzt lassen wir es laufen. Der Jupiter sitzt bei 5 astronomischen Einheiten, also irgendwo draußen, und dreht. Dreht und dreht und dreht und erzeugt die Planetenbahn, die wir brauchen? Nee. Was er erstmal erzeugt, ist eine Gruppe, die man gut kennt, nämlich die Trojaner. Die müssen nämlich auch da landen, dass wir uns auf unser Computerprogramm überhaupt verlassen können. Okay, gucken wir uns an, was nach 200 Millionen Jahren rauskommt. Immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Ist ein bisschen viel. Also einer scheint sehr feucht zu sein, die anderen sind auch ganz schön. Und offenbar sind viele auch verschwunden und die ganz trockenen sind offenbar mit den Überfeuchten zusammengestoßen. Aha, jetzt gucken Sie mal, so sieht das heute aus. Merkur, bone dry, knochentrocken. Venus, einen winzigen Wasseranteil, das sind wir. Mit einer Exzentrizität von, also Sie sehen, die Erde ist immer grün, auch wenn sie ein blauer Planet ist. Und hier kommt wieder ein trockener Kamerad, nämlich Mars. Bei all unseren Versuchen, es ist nie gelungen, auch nur ein einziges Mal ein Sonnensystem hinzukriegen. Ab und zu zum Beispiel, als wenn wir hier verwenden, wir hätten einen dreifachen Jupiter, also Jupiter dreimal so schwer wie heute, dann kriegen wir nur einen einzigen Planeten. Der hat so viel Wasser, dass es übervoll ist. Der hat 600 Mal mehr Wasser als unser Planet. Bei anderen zum Beispiel, hier haben wir einen Abstand des Jupiters von 4 astronomischen Einheiten statt 5. Da wird es auch nichts. Nehmen wir einen Jupiterabstand, der bei 5,2 ist statt 5, ist auch nichts. Irgendwie ist es gar nicht. Wenn wir hier einen Jupiter haben, der nur ein Drittel mal so leicht ist wie unser Jupiter heute, dann kriegen wir hier diese feuchten Planeten und einen, der ganz trocken ist. Das scheint ein völlig zufälliger Prozess zu sein, woher die Planeten ihr Wasser haben. Das geht immer weiter. Also wir können die Bahnexzentrizität aussuchen, also je nachdem, ob der Jupiter auf einer Kreisbahn ist oder exzentrischer wird, wir kriegen kein Sonnensystem hin. Also eine höhere Exzentrizität führt zu trockenen terrestrischen Planeten, also viele kleine Felsen. Haben wir eine höhere Jupitermasse, haben wir weniger, aber schwere Planeten. Das ist absolut stochastisch. In den meisten Fällen entsteht ein Planet zwischen 0,8 und 1,5 astronomischen Einheiten. Denken Sie dran, die Erde steht bei einem AU. Schön. Und immerhin kriegen wir auch eine Bandbreite Trocken- bis Wasserwelten. Und Sie wissen ja, wie das mit, also Wasserwelten sind zwar nett für Leben, aber zum Beispiel für reflektierendes Leben könnte es ein Problem sein. In der Summe ist es also so, dass unsere Simulationsergebnisse zeigen, das ist ein völlig zufälliger Prozess. Alle Systeme formen 1 bis 4 Planeten innerhalb von 2 astronomischen Einheiten. Der Wassergehalt kann ganz unterschiedlich sein. Man kann das hier also so zusammenfassen, je nach